So, hallo und willkommen, liebe Sandrockianer. Hier sind wir wieder bei My Time, Sandrock, Folge 7579, keine Ahnung. Es ist ganz schön viel geworden. So, und wir stehen jetzt hier mit unserem Kamel vor Owen und ich dachte, wir könnten ihn da jetzt treffen in seinem Lokal. Es war einfach wieder abgehauen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ihm hier dieses neue Rezept, Entschuldigung, andrehen können. Hey, hallo Fred, hast du was auf dem Herzen? Wir sollen ja nicht mit dem Haus ins die Tür fallen. Nee, mit der Tür ins Haus oder so. Wie geht's deinem Bruder? Ich habe keinen Bruder, Fred. Was ist denn dich gefahren? Oh, ich verstehe. Das muss eine hippe neue Art sein, jemanden zu fragen, wie es ihm geht. Ha, siehst du, ich bin immer noch ziemlich drin. Auch wenn Grace dir das vielleicht erzählt. Wie geht's mir? Lass mich nachdenken. eigentlich haben wir in letzter Zeit eine kleine Flaute. Ich glaube, die Leute haben genug von den immer gleichen Rezepten. Das Blue Moon Special ist nicht mehr so besonders, könnte man sagen. Ich war wieder in der Küche und habe versucht, etwas Neues und Aufregendes zu kochen, aber bis jetzt hat es nicht geklappt. Wenn es doch nur jemand da draußen gäbe, der den Funken der Innovation zurück auf meinen Speiseplan bringen könnte. Da wüsste ich jetzt auch niemanden. Oh, warte. Ja, gibt's jemanden, der ein neues Rezept hat? Hey, wo wir gerade dabei sind, du siehst die Kochstation. Du hast die Kochstation noch gerade erst vor kurzem bekommen, oder? Wie läuft's damit? Brauchst du irgendwelche Tipps? Ich versuche nur keine Brände zu verursachen. Ich habe sogar ein Rezept, das ich dir verkaufen möchte. Was? Oh, du kommst direkt zur Sache. Hm, ja, genau. Dann lass mal hören. Sag mal, wann hast du angefangen, deine eigenen Rezepte zu kochen? Hm? Also zwischen Funktürme reparieren, Eisenbahnschienen legen und das Jagdmal streicheln und das Kamel ausführen. Chajumilato. Was? Ich weiß nicht, wie der Name lautet. Sessiani, schlag zu. Naja, es ist ein Rezept, denke ich. Ich hoffe, du kannst mir wenigstens sagen, dass es besser schmeckt, als es klingt. Nudeln? Ich weiß nicht, ich habe schon Spaghetti. Und die Leute können das aussprechen. Es macht sogar Spaß, es zu sagen. Spaghetti! Probier das mal, wenn du dich schlecht fühlst. Spaghetti? Okay. Ja, ich glaube, ich passe. Aber danke für das Angebot. Du solltest weiter kochen. Vielleicht können wir ja mal etwas zusammen machen. Bis dann, Fred. What? Moment mal. Okay, SC. Hallo, Fred. Hast du etwas auf dem Herzen? Wie läuft's bei dir so? Hm, eigentlich haben wir in letzter Zeit eine kleine Flaute. Gut, das kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Hey, wo wir gerade dabei sind, du hast die Kochstation nur erst vor kurzem bekommen, oder? Wie läuft's denn damit? Brauchst du irgendwelche Tipps? Ich habe gewöhnliche Gerichte nachgekocht. Ach ja, da könnte was dran sein. Jeder mag Brot und Reis und so. Wenn du eine Möglichkeit hättest, die Klassiker aufzupeppen, wäre das genau das Richtige für mich hier im Saloon. Lass mich hier nicht hängen. Du hast doch etwas im Sinn, das weiß ich. Komm schon, Fred, spar mich nicht auf die Folter. Erzähl mir von deinem Geheimrezept. eine spezielle Mischung aus 18 sessianischen Chilischoten. Ich muss zugeben, das klingt ziemlich scharf. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Chilisorten gibt. Gut, gut, gut. Was noch? Was stellst, wie stellst du es her? Die Mischung kommt direkt durch den mysteriösen Mann. Verstehe. So ein Rezept kann man nicht einfach so verschenken. Also gut, Fred. Mach ein Angebot. Wie viel für dein Wassermundrezept? Das ist natürlich exorbitant. Oder gar nichts. Und das, wenn wir damit losgehen, wird uns das nicht geben. Oh, yes, okay. Also, das ist natürlich immer okay. Ich fange mal hoch an. 2000, das ist ein bisschen viel, findest du nicht? Ich meine, was ist, wenn ich keine einzige dieser Wasser im Mund Nudeln verkaufen kann? Dann säße ich ganz schön in der Klemme, verstehst du? Kannst du ein bisschen runtergehen? Ich soll es ja nicht unter 200 verkaufen. Das ist auch bescheuert, von 2200 zu gehen, macht keinen Sinn. Wenn man sowas macht, dann weiß direkt jeder, du hättest von vornherein nie das Geld gekriegt. Und du bist ein bisschen falsch mit Verhandeln hier so. Wir könnten natürlich hart bleiben. 2000, das ist ein bisschen viel, findest du nicht? Ich meine, was ist, wenn ich keine einzige dieser Wassermundnudeln verkaufen kann? Dann säße ich ganz schön in der Klemme, verstehst du? Okay, sagen wir mal 200. Du verhandelst hart, aber nun, ich glaube, ich probiere es lieber zuerst. Auch wenn ich vielleicht alle Zutaten raten kann. Vielleicht ist das nicht fair, aber 200 Golds für ein Nudelgericht? Ich sollte mir etwas Zeit nehmen, um darüber nachzudenken.
Mabel dachte, 200 wären okay. Hat sie das? Mabel, sie ist eine gute Frau, aber ich kann es nicht ausstehen, von jemandem hinter meinem Rücken als nasse Nudel betrachtet zu werden, egal wie sehr ich ihn mag. Das nasse Nudel? Ich sag dir was, da alle hinter diesem Rezept her sind. Wie wäre es, wenn ich dir das doppelte Zahl, aber nur, wenn du versprichst, dass die Wassermundnudeln exklusiv im Blue Moon im Sandrock bleiben? Abgemacht. Ich hatte sich gerade selbst überboten. Vielen Gruß. Nun, es war mein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Fred. Es scheint, dass der Schüler zum Meister geworden ist. Und das in so kurzer Zeit. Wenn du Zeit hast, könntest du vielleicht Grace ein paar Tipps geben. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Auf jeden Fall werde ich dein Rezept bald ausprobieren und dich wissen lassen, was ich davon halte. Herzlichen Dank. Hey, see you around. See you. Okay, ich habe jetzt 495 Erfahrungen und 400 Goals bekommen. Dankeschön. Puh. Nice, nice. Das war jetzt interessant. Harte Verhandlungen, ja. Okay, aber mit mehr als 2000 wären wir auch nicht weitergekommen. Oder darunter gibt es ja nichts anderes. Also ging es eh nicht anders. Aber gut, ist vernünftig gelaufen. Ups. Brems. So. Und so Stangen. Stahlstangen. So, wie sieht's hier aus? Bronzestäbe. Bronzestäbe. Kupferrohre. So, hier haben wir Bronzestäbe. Hier habe ich Gusseisenstangen. Ich brauche noch einen Bronzestab. Ich muss noch eine Bronzestange machen können. Mist. Ich brauche kein Kupfererz. So ein Sheet aber auch. Echt jetzt. Mal gucken. Ach, das Katzenhaus. Brauche ich denn dafür? Hartholzdielen und Leder. So sieht das dann aus. Das ist der knuffig hier mit einem kleinen Kratzbaum da oben als Schornstein. Okay. Das ist lustig. Okay, dann können wir aber. Da können wir aber nochmal eine Hartholzdiele machen, oder? Das ist jetzt nicht das Problem. Wo ist der kleine Racker? Ich dachte, die bringt ihn zu mir. Und ist hier nirgends. Wo bist du, Katze? Banjo! Was macht mein Kamel denn da schon wieder? Ich finde es verstörend. Okay. Ich glaube, wir gehen ins Bett. Das ist mir zu merkwürdig. So, ab ins Bett. Jawohl. Und schon wieder keine Augenringe. Wow. Ich glaube, das habe ich noch nie gehabt, dass ich zusammen hintereinander keine Augenringe habe. Kann ich freuen mit meinem Glück. So. Jetzt haben wir hier einen Boni gekriegt. 10% mehr Erfahrung. Und Glück plus 20. Okay. So, steht jetzt wieder einer vor der Tür gleich. Hallo, die nächste Mission für dich. Haha, ich hab gesehen, du hast nichts zu tun. Oh. Diesmal nicht. Ach, da ist er ja, der kleine Schlingel Benjo. Och, hat hier im Gras geschlafen. Oh. Armes Kätzchen. Ich dachte, der hat schon längst mein Bett erobert. Machen die sonst immer alle, die Katzen. Ich kann auf dem Boden schlafen. So. Was haben wir hier? Vom Rathaus? Hallo Fred, ein großes Dankeschön nochmal, dass du meine Umfrage vor einer Weile beantwortet hast. Scheint, als seien viele Leute echt gestresst. Also wollen wir eine coole Sache bauen, auf der jeder spielen und die jeder genießen kann. Aber wir brauchen deine Hilfe. Geh bei der nächsten Gelegenheit zu Mathilda ins Rathaus. Genieße das Licht. Offizielle Kirche des Lichts. Was? Die wollen irgendwas bauen? Okay. Vielleicht ein Sandsack, auf den man einschlagen kann. Was ist das hier? GBVS, gefährdete Bürger von Sandrock. Okay. Geschrieben von Burgess. Bearbeitet von Heidi.
Sicherheit hat in jedermanns Leben Priorität, aber hier in Sandrock, der wilden Grenzstadt, muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die meisten von uns tun, was man ihnen sagt, räumen hinter sich auf und benutzen nicht übermäßig viel Toilettenpapier, aber es gibt immer noch welche, die davon abweichen. Diejenigen, die große Bissen Spaghetti essen und sich die Tomatensauce über das Kinn laufen lassen, mit offenem Mund kauen und rebellisch lächeln. Wenn du sie bittest, die Soße wegzuwischen, sagen sie verschmitzt nein. Es gibt Leute, die ihren Kopf rücksichtslos in unsere Oase tauchen und alle Mineralien in ihren Haaransätzen aufsaugen, ohne Rücksicht auf unsere Ernten und durstige Kinder. Was ist denn das für eine Mit den Haaransätzen, okay. Diejenigen, die ihr Jackmel sogar an unpassenden Stellen abstellen, das würde mir nie einfallen. Diese Leute werden von der Kirche als Risikobürger von Sandrock oder GBVS bezeichnet. Ich spinne doch. Aber diese Abweichler sind keine verlorenen Seelen. Viele von ihnen wollen keinen GBV, wie auch immer sein. Und du kannst zum Kampf gegen die GBVS beitragen, indem du hilfst, ihr Verhalten zu ändern. Der erste Schritt zur Heilung der Krankheit ist, die Symptome zu erkennen. Identifizierung eines GBVS. Erstens, überprüfe, ob die Person Pizzasoße am Kinn oder anderswo an sich hat. Zweitens, ist der Kopf der Person gerade in die Oase eingetaucht. Drittens, scheint die Person Regeln und die Gesellschaft im Allgemeinen zu missachten. Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, hast du es vielleicht mit einem GBVS zu tun. Wenn er da seinen Kopf in der Oase hat, kann ich doch sein Kind nicht sehen. Aber keine Panik, ein GBVS kann Angst riechen. Deine erste Priorität ist es, Dominanz zu zeigen. Wenn du eine Jacke oder andere lose Kleidungsstücke trägst, versuche sie so zurechtzuzupfen, dass du größer wirkst, als du es normalerweise wärst. Zum Beispiel, indem du die Reißverschluss deiner Jacke öffnest und sie wie Flügel zu deinen Seiten hinaufziehst. Ich glaube, der hat ein Problem. GBVS sind leicht einzuschüchternde Kreaturen. Wenn du nicht in der Lage bist, dich zu vergrößern, klettere auf das nächstgelegene hohe Gebäude und schreie sie von oben an. Klar. Im schlimmsten Fall musst du vielleicht auf einen Kaktus klettern. Kämpfen dich durch den Schmerz. Ich glaube, der hat ziemlich viel Schmerz, oder? Im Kopf. Der nächste Schritt besteht darin, die Person mit Schuldgefühlen zu konfrontieren. Frag sie Dinge wie, was würde deine Mutter denken, wenn sie dich mit all dieser Pizzasauce im Gesicht sehen würde? Und findest du es wirklich cool, dich die ganze Zeit wie ein Rebell zu benehmen? Wenn diese Verhandlungen scheitern, ist es am besten, der Situation einfach zu entkommen. Lass dich nicht weiter auf die GBVS ein. Es ist möglich, dass sie dich auf die dunkle Seite ziehen. Und das ist einfach eine schlechte Nachricht. Von Burgess. Was ist mit dem Typen los? Der hat doch einen Sonnenstich. Okay. Oh, mein Kätzchen liegt hier. Die müssen auch wie aus Stray, nur ein bisschen dicker. Also Stray, das Katzenspiel, auch auf meinem Kanal zu sehen. Wirklich sehr schönes Spiel. Wer das noch nicht hat, der sollte sich das zulegen. Kostet nicht so viel, macht unheimlich Spaß, sieht super toll aus. Und wer Haustiere hat, sollte es mit ihnen zusammen gucken, weil die Katzen dort, die sind so toll gemacht. Und so echt und miauen. Und da reagieren Katzenhunde super drauf. Man muss heute nur aufpassen, dass einem dann der Fernseher nicht wegfliegt. Ja? Sieht irgendwie frech aus. Was ist denn da an der Nase? Miau. Okay. Eigentlich gehörst du jetzt zu mir, oder? So. Moment, wir können doch jetzt. Kann ich diese Hundehütte fertig bauen? Nee, Herren, Katzenhaus. Das Katzen. Nee, ich brauche noch hier so eine Holzfliese, so eine blöde. Ich habe die doch sonst hier, die verkaufe ich immer, das ist das Problem. So, Katzenhaus. Da bin ich mal gespannt. Leder haben wir. Ja, das ist eigentlich ein schönes Katzenhaus, würde ich mal sagen. Da müsste jetzt noch ein Karton rein zum Auspolstern. Wo ist er hin? Ah, hier. Was macht? Wo läufst du denn rum? Kleiner Lümmel, bist du hier wieder alles mal markieren? Da gibt aber Gas. Okay. Sollen wir die Spur aufnehmen? Ich weiß es nicht. Wir sollen ins Rathaus, ne? Okay, aber wir können das mit Elsie vielleicht schon mal machen. Dann haben wir das hinter uns. Boah, ich habe so viel zu tun hier, das ist der Wahnsinn. Rezept für Spaß. Das klingt irgendwie seltsam. Die Kirche des Lichts hat sich gebeten, an ihren Diskussionen im Rathaus teilzunehmen. Das klingt sehr offiziell. Das gibt richtig Asche dafür. Hallo, Freunde. Und ich krieg eine Froschentdeckerhose. Oh. Dann habe ich aber ein richtiges Outfit zusammen. Da fehlen mir noch die Froschentdecker-Socken, die Unterwäsche, die Ärmelschoner und die Froschentdecker Schuhe. So. Das gibt Glück plus 7.
Das könnte ich also bei mir auch aufstellen. Dann hätte ich meinen Glückswert erhöht. Ja. Warum Blei? Ich bin bleifrei unterwegs. Komm. So, hier. Da ist er ja wieder, der kleine Racker. Miau. Komm, hallo? Kommst du jetzt mit? Du Schlingel. Miau. Katzen kann man nicht erziehen. Okay, komm. Gehen wir mal zum Rathaus. Läuft er mir jetzt hinterher? Weiß nicht. Oder er... Da. Ich bestimmt mache hier keinen Unsinn. Da stellt er die Signale oben oder sowas. Oder pinkelt unser Trinkwasser. Okay, dann reiten wir mal zu unserem Rathaus hier. Oh, ob das sich versteht mit Captain? Solche Streitereien gibt. So, Brems! Muss hier noch eine Anzeige aufgeben? Ah, tatsächlich. Warum ist hier ein Fragezeichen? Stell ein Katzenhaus auf. Hier? Ich dachte bei Elsie. Die gehört doch Elsie, die Katze. Also eigentlich. Warum soll ich die hier? Im Ernst? Moment. Hinsicht. Wie mein Benjo richtig stimmt. Also. Okay, dann machen wir das. Well, looky there. That there's a cat house if I ever seen one. All we can do now is hope that this improves Banjo's condition. Thanks a lot. We'll make a critter lover out of you yet. Das war jetzt laut, okay? Huch. Hä? Ist sie jetzt wieder abgehauen? Ach, hier ist es. Ich dachte, warum steht hier jetzt kein Haus, aber... Hier ist es jetzt hier. Der wohnt jetzt hier. Benjo. Kann hier spielen. Katzen und alles. Was hast du dazu, mein Freund? Sandrock war früher so viel größer. Ich frage mich, was passiert ist. Es ist geschrumpft in der Wäsche. Ich weiß es doch auch nicht. Frag mich doch nicht. Was geht hier ab, Justice? Hey there. Was? Ich komme mir nicht mehr klar. Ruinen werden von der Ziviltruppe gesäubert, bevor sie zum Tauchen freigegeben werden. Wenn du eine unerforschte Ruine entdeckst, musst du uns Bescheid sagen. Sagen wir einfach, dass die Neugierde in dieser Gegend schon bei so manchen Katzen die Tatzen verbrannt hat. Keine Ahnung, was du damit meinst. Ach, da ist ja Benjo. Der läuft jetzt immer hier rum. Miau. Okay. Verwirrend. Okay, gut. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Hoch. How are you? Fred, wie geht's dir? Ich nehme an, du hast unseren Brief bekommen. Meine Güte, dieser Burgess. Dieses Kind ist zu jedem in der Stadt gegangen, um zu sehen, ob es ihm gut geht. Er hat so ein großes Herz. Ja, was anderes ist was kleiner, glaube ich. Die Ergebnisse, mit denen er wiederkam, waren nun recht schockierend. 80% derer, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben mindestens von einer Form von Ängsten berichtet. Einige der Giegler wegen, andere der momentanen Situation wegen. Nehmen wir mal die Landkarte hier, ne? Wo wir eigentlich hier sind. Die ist jetzt eigentlich mal in Englisch. Ich glaube, das war vorher Chinesisch, oder? Wo ist denn hier Sandrock? Hier ist Atara. Muss entlang der Bahnlinie dann sein. Hier ist Sandrock. Hier ist Portia. Mein Time in Portia. Etea. Lucien gibt es hier. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Mighty. Gulf of Mighty. Komm, sieht immer gar nicht aus wie ein Land, das ich kenne aus der heutigen Zeit. Westliche See. Die Peripherien. Okay, hier ist Highwind. Ah ja, das ist hier drückt gar nicht so weit weg. Okay. Gut, das war jetzt nochmal hier. Karten interessieren mich halt. Okay, also habe ich mich mit unserem hiesigen Spaßexpertin Katori zusammengetan und, oh je, ausgerechnet mit Katori. Nun, Katori, wieso erzählst du unserem netten Handwerkerfreund nicht, was wir uns haben einfallen lassen? Oh je.
Mit Vergnügen, Pastorin. Ich muss dir noch einmal für die Unterstützung der Kirche in diesem Projekt danken. Sieh mal, Fred. Wie ich es sehe, ist das einzige Heilmittel für diese psychologische Plackerei, was du machst und wie du es machst, genau ein Wort: Unterhaltung. So wie die das sagt, wird es ein bisschen gruselig. Entertainment. Da die Gecko Station seit kurzem näher steht, haben wir nun die Gelegenheit, etwas Negatives in etwas Positives umzuwandeln. Ich präsentiere dir Sandschlittenfahren. What? Aber so können wir es nicht nennen. Nein, zu simpel. Wir werden es Sandrennen nennen. Okay. Klingt gut, rhythmivoll, etwas, mit dem die Jugend sich identifizieren kann. Unsere Tourismuseinnahmen werden sich über Nacht verfünffachen und die psychische Gesundheitskrise, denke ich, wird sich auch lösen. Ich weiß nicht, was bei ihr jetzt so die Priorität hat bei dem Ganzen. Die Psyche oder die Einnahmen, aber gut. Die will da eh die ganze Zeit im Geschäft aufmachen, ne? Das ist, wo du ins Spiel kommst, Handwerker. Wir brauchen deine Hilfe bei einigen Dingen, die in Kreation einer solchen Attraktion involviert sind. Hä? Wir brauchen die Hilfe bei einigen Dingen, die in die Kreation einer Attraktion involviert sind. Das macht keinen Sinn, aber ist ja egal. Na gut, wer sollte nicht... Also, seriöser als ich kann das kaum werden. Guckt euch an, wie ich aussehe. Also... Den würde ich sofort so einen Auftrag geben. Ich habe mir schon erklärt, was wir brauchen. Sie wird die Sandschlitten machen. Du musst uns helfen, den Anmeldetisch zu bauen. Hier ist die Bauanleitung. Ich habe sie selbst erstellt. Aha. Also wir machen jetzt sowas wie dieses Jagdmeldrennen anscheinend mit Schlitten. Und ich muss dafür jetzt diese Anmeldestation bauen und Mian macht die Schlitten oder so. Okay. Mhm. Wenn du fertig bist, installiere sie bitte nördlich des alten Gila-Gebäudes. Okay, wo immer das ist. Wie liebevoll, ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Das kenne ich vom A-Team, oder? Ich bin gespannt auf das, was ihr beide bauen werdet. Im A-Team hat das auch nicht immer geklappt. Sandrennen-Kurs gelernt. Okay, Katori, können wir mal mit dir reden? Wieso sagt ihr eigentlich Jugend? Wie alt ist sie denn? So, die ist so höchstens, was, 29? Die Leute denken, ich sei verrückt, weil ich versuche, diesen Ort in einen Unterhaltungshotspot zu verwandeln. Aber sieh dich doch einmal um. So viel Potenzial, wenn du weißt, was ich meine. Hier? Ja, Sand wird schaufeln oder so. Kakteen treten. Ist schon pures Entertainment eigentlich. Sehe. Tja. Kann man hier eigentlich kaufen? Ja. Für. Was kriege ich? Was brauche ich dafür? Ach so, diese Spezialmarken. Ah. Na gut, das habe ich, das Ding. Sorry, das wackelt hier jetzt noch durch die Gegend. Cowboy-Vogelscheuch. Also, okay, das ist das Gleiche, was wir dann bei diesem Halloween-Wettbewerb kriegen können. War ich hier eigentlich schon mal hier oben? Gibt es hier noch eine Truhe oder sowas? Oh, gibt es Brötchen. Hm. Sieht nicht so aus, ob hier was... Oha, von wegen. Mein gieriges Auge sieht eine Truhe, Freunde. Die Mathilda guckt gerade nicht hin. Oh. Wasser. 5 Wasser. Kalopp. Kalopp. Das war aber jetzt echt mal ein Schatz, okay. 5 Wasser, das ist gut. Sammelt, das spart mir einige Tage Sammlerei. Hat irgendwas zu entdecken? Die Bibliothek von Sandburg befindet sich im Rathaus. Hier gibt es ein paar Bücher. Ach. Nicht erwartet. Bibliothek, Büchern. Crazy, was sie alles haben. So einen ordentlichen Mülleimer hier. Wird auch der Müll getrennt, Freunde. Spart Wasser. So. Jo. Hier die 2 Vögel. Die beiden Altbürgermeister von Sandrock, Lou und Theodore. Die Notizen in der Ecke dazu urteilen wurde, dieses Foto wohl nach der Eröffnung der Sandrock-Bahnlinie aufgenommen. Sie sehen wirklich glücklich aus. Ihre Gesichter strotzen nur so vor Erfolg und Optimismus. Ah, okay. Hm, sieht der eine ein bisschen aus wie Cooper? Gruselig. Ich laufe hier nur so ein bisschen rum, Bürgermeisterin. Machen Sie sich überhaupt keine Sorgen. Ups. Okay, da bist du ja wieder, Kamel. Mein einziges treues Tier. Ich dachte, die Katze würde wenigstens bei mir bleiben.
Aber... Nee, die ist jetzt hier weit weg vom Schuss irgendwie. Also kein Haustür für mich. Okay, dann eben nicht. Hä? So, Pablo, mit dir habe ich noch gar nicht gesprochen seit dem dritten Dings. Oh, bei dem gibt es keine extra Punkte. Und so mal. Für dich habe ich noch extra dieses Geschenk. Acht, haha, Liebling, normalerweise würde ich dich niemandem den Umgang mit meinem Handwerkzeug anvertrauen, aber das hier ist ganz passabel. Ich werde es akzeptieren, weil auch nur, damit du dein Gesicht wahren kannst. Ganz klar, plus 8 mit einem Föhn, mein Freund. Haha, hab dich durchschaut. Gut, ein Friseur und ein Föhn, das passt natürlich auch. So, Hilfschiff Captain ist wieder auf Station hier. So. Ja, da müssen wir mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. In dieser Jagdmel Station. Bremsen! So. So, jetzt haben wir reichlich Wasser. Das ist ja mal echt nicht schlecht. Schwamps 41. Da müssen wir jetzt eine Weile keine Sorgen machen. Was das Wasser angeht. Allgemeine. Was steht hier? Eine Warnung? Warum? Also hier zu wenig Treibstoff. Ah. Okay. So, hier brauchen wir noch einen verdammten Bronzestab. Hier brauchen wir verdammtes Kupfererz. Das heißt, wir müssen nochmal in diese verdammten Minen reingehen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Sei denn, wir kriegen noch irgendwo einen oder zwei Bronzestangen her. Wir haben auch keine Kupfer, wir können auch keinen Kupfer mehr machen. Na, die kann ich nur kaufen. Ach, das ist dieser gemütliche Ratternstuhl, für den ich den Plan gekauft habe. Ja. Oh, Hartholz, Jute. Jute? Jute, Jute, da habe ich gar nicht gesehen. Wo kriegen die? Von Landwirtschaft. Die muss ich selber an... Oh Gott. Dafür könnte ich das Ding verkaufen, 128. Okay, das würde sich dann mal sogar lohnen, wenn diese nicht zu teuer in Herstellung sind. Rinde kriege ich nur für den Bäumen. Die muss ich also oft treten dafür. Hier brauche ich noch Manganstangen für sowas. Okay, gut. Was haben wir denn noch auf dem Plan? Gucken, ist hier noch irgendwo was? Das wissen wir. Okay, momentan keine Katastrophen hier. Mian läuft hier rum. Und sonstige Missionen. Wir haben das hier. Da brauche ich Bronze halt. Das muss ich bauen. Und dann müssen wir hier noch Dekoration für das Sandrennen. Ohne Jagdmannstation, okay. Dann diese Geschichten, da müssen wir zur Gecko Station. Ah. Moment. Na gut, wir haben jetzt 16 Uhr. Mittwoch, ne? Schauen wir mal. Wenn noch heute ist nicht. Ja, genau, da ist doch irgendwas, ne? Boah, kann ich mit dem nochmal. Na, ist auch egal. Jetzt rede ich. Oh yeah, du Kamel. Hmm.
Gut, dann geht's mal weiter. Musst du kurz noch ein bisschen überlegen, wie es weitergeht am besten. So, gucken wir mal. Hier haben wir ja Fang. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, mit dem die Beziehung zu verbessern, indem wir regelmäßig diesen Kram hier machen. Weil der will ja nicht mit uns reden, so großartig. Heute nehmen wir die. So, lecker, lecker, lecker. Mmh. Oh, oh. Ich bin tot. Aufwachen, 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 aufwachen. Notiert. Hallo? Da hat mich jetzt einfach umgehauen. Ja, vielen Dank. Alter Falter. Was war das denn für eine Brühe? Also. Das ist ja. Das ist Sabotage. Unverschämtheit. Jesus Maria, also. Den will ich hier nochmal, also. Komm ich jetzt hier vorbei? Da unten. So rum. Ups. Boah, der steuert sich wie ein Schlachtschiff, das Ding hier. Oh, komm, komm hier runter. Huch. Oh, Entschuldigung, Captain. Ah, jetzt strummert Benjo hier rum. Mhm. Müsst ihr vielleicht hier nochmal einen Auftrag aufgeben, hier bei der Sicherheitstruppe, geht das? Huh, das ist aber eine Bremsung, haha. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch aufhaben. Was ist das hier? Das ist Unschuhe. Nee. Die Zivil-Truppe. Sorry, ein bisschen. Ich habe eine Froschhose im Hals, ein Frosch. Es geht nicht mehr. Nein, nicht zu spät. Zu spät. Naja. Kann man hier irgendwas zu dicken? Nee. Damit kann man nie was verkaufen in diesem Spiel. Das ist echt Wahnsinn. Du sammelst 1 Milliarde Sachen, kannst aber nichts damit anfangen. Ich habe 20 von diesen Dingern. Dann könnte ich theoretisch zum Beispiel sowas kaufen, ne? Aber das ist hier mit Rot angemarkert. Ritterschwein, Freizeitschwein. Okay. Niedliche Wüstenverteidigerstiefel. Also niedlich finde ich jetzt nicht, aber. Aha. Ich denke mal, diese Froschgeschichten kriegt man nur über Missionen. Und das sind Sachen, die man sich dann kaufen kann, wenn man unbedingt will. Vom mysteriöser Mann? Wie kommt die denn an das Ding? Haben die das hier dem abgekauft oder was? So, okay. Naja, okay. Komm hier raus. Ich will da raus. So, gibt er mir einfach was, wo ich umkippe. Also, da werde ich doch lieber blau. Also dieser Fang. Sehr mysteriöse Figur hier eigentlich. Man weiß überhaupt nicht, was mit dem los ist und wie der tickt und warum. Aua, jetzt haben wir die Birne gehauen hier. Oh Gott. So, hallo, Keating, Ronan. Jaha! So, mal gucken. Komme ich jetzt hier über diese Brücke? Gib Gas, komm! Lass uns nicht aufhalten! Mit zum Horizont und noch viel weiter! Per Kamel! Wir lassen uns hier nicht aufhalten! Okay. Oh, da ist ein Skorpion. Was hat denn der für eine Stärke? Oh, 22 Stufe. Okay. Da hinten ein Signal, okay. Kommt man da nicht rein? Da hinten ist so eine Hütte. Okay. Hier ist eine Holzhütte. Da hinten so eine Art Schiff, oder wie das aussieht. Bin ich noch nie gewesen. Sehr interessant. Gecko Station. Hm. Hier ist ein Eingang. Ah, okay. Haben die wieder wie diese Höhlen gemacht. Hier ist ein totes Gleis. Was ist das jetzt hier? Bremst. Komm hier rein. Hat hier jetzt so eine Wachstation oder was? Oh, ne, hier wohnt keiner. Aber hier ist Sandgras und Gummi, wie es aussieht, oder? Oh.
Meersalz. Okay. Ah, die kann ich kaputt machen. So, was gibt's denn hier alles? Mysteriös. Weiß ich schon wieder spät, aber was soll's. Hier ist ein Fass oder Plastikmüll gibt's hier. Also zum ersten Mal, dass ich Plastikmüll sehe. Den gab's bisher noch nicht. Ach, guck mal an. Was ist das hier? Rohmineralien. Was ist das denn? Marmor. Graphit. Hier kriege ich Graphit. Guck mal an. Aha, also hier muss man dann hin, wenn man diese höherwertigen Sachen jetzt haben will. Okay, ist schon wieder viel zu spät. Okay, wir holen uns wieder Augenringe, aber was soll's. Was soll's. Dafür kriegen wir hier Graphit. Dann können wir jetzt hier diese Stahlsachen machen. Was sind das denn da hinten noch für Gebäude? Was ist das denn da hinten? Da steht irgendwas. Sieht aus wie ein Känguru. Okay. Das sieht gefährlich aus. Kängurus sind gar nicht so harmlose Tiere, wie man so meint. Die können auch ganz schön wehtun. Gucken, ob die Alkakteen hier mehr Wasser geben. Was ist das hier? Das ist so ein blaues Mineral. Das? Oh. Oh, Lapislazuli. Oh. Roher Lapislazuli. Oh, oh, oh. Das Ding hat sogar Boxhandschuhe an. Okay. Wo ist mein Kamel? Wo ist mein Kamel? Hilfe! Mein Kamel! Hat mich im Stich gelassen. Da ist es doch. Warum sagst du nur nichts? Komm, wir müssen die abhauen. Gib Fersengeld! Oder Hufengeld, wie auch immer. Hufgeld? Komm, gib Gas. Item im Leben! Das ist schon die maximale Geschwindigkeit jetzt. Vielleicht mir doch ein Pony nehmen sollen. Der Pony Express! Naja, gut, der Kamel Express geht auch. Was sieht eigentlich, wenn wir hier runterfallen? Ich will es nicht. Könnte ich mir so einen Gleiter bauen, wie Logan? Oh, oh, ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ja, gut, dafür ist es echt gut, hier so eine Jagdmeldestation zu bauen. Dann kann man direkt da sich hinbeamen. Das ist natürlich schon eine gute Sache. Ups, wir kommen hier nicht hoch. Warum nicht? Ich wollte die direkte Linie nehmen hier. Oh, ob wir das noch schaffen. Bevor ich bewusstlos hier vom Kamel falle. Ich muss ins Bett. Hilfe. Oh Gott. Mein Kopf wird nur noch aus Augenringen bestehen. Ja. Ich bin am Arsch, so könnte man das auch sagen, okay. War wieder eine lange Nacht, ja. Später, wenn du alt bist, kannst du den ganzen Schlaf nachholen. 70, 80 Jahren. So, wir können hier Wasser einsammeln, das ist gut. So, hier hätten wir auch noch was drauf, oder? Aber wir können hier mal einen gesalzenen Fisch noch drauf schmeißen. Oh, wir haben wieder neue Post. So, jo, jo, wir haben jetzt interessante Sachen gesammelt, ne? Du kannst immer noch keine Bronze-Geschichten machen. Aber anderes Zeug. Stahlstangen und Manganstahl. Manganerz fehlt dann noch. Okay. Und das könnten wir jetzt machen. Da haben wir ziemlich einiges an Graphit gesammelt. Das war jetzt ja gar nicht mal so schlecht. Was hat man da jetzt noch so? Lapislazuli. Plastikschrott. Kann ich den jetzt auch wieder verwerten hier? Normalerweise müsste das gehen. Ja, wir haben zum ersten Mal Plastikschrott hin. Dann kriegen wir raus Kunststoff, Kunststoffschalen und Kunststoffrohre. Ah, da brauche ich eine Anleitung für. Aha.
Ah, cool. Wir ja, machen das mal. Mal sehen, was dabei rauskommt. So. Jetzt haben wir hier. Mal wieder Material, Holz, Dreck, Energiesteine, okay. Ach du, was ist denn hier los? Von Wind? Hallo Fred, wenn du diesen Brief liest, bin ich bereit zu deinem Zug nach Azara. Ich habe versucht, dich heute Morgen zu besuchen, aber du hast geschlafen. Die Ironie ist mir bewusst. Es war echt schön, dich kennenzulernen und ich glaube, ich habe dir nie richtig für deine Hilfe gedankt. Ich habe dir dieses Geschenk besorgt. Ich hoffe, es gefällt dir. Wir sehen uns nächstes Mal. Ein Ledergürtel. Danke. Okay, danke. Also, ja, warum ein Gürtel? Darf ich immer so aus wie die Hose runterrutschen? Naja, okay. Ja. Ist das jetzt. Kann ich ihn anziehen oder was ist das? Achso, der ersetzt den Jade-Anhänger. Angriff 6-7. Und der gibt mir. Das kann man ja schlecht lesen, weil sich das überlagert. Der gibt mir plus 8 Verteidigungspunkte. Oh. Und der stärkt meinen Angriff 6-7. Hm. Aber vielleicht brauche ich gar nicht so viel Angriff, sondern ein bisschen mehr Verteidigung, weil ich jetzt auch diese neuen stärkeren Monster sehe da drüben. Das ist für Stufe 18. Okay, vielleicht ziehen wir den mal an. So. Jetzt haben wir hier so einen Gürtel, oder was? Ledergürtel. Okay. So, Verteidigungspunkte mit 238. So, die muss man der Gegner erstmal kaputt machen. Ja, aber hier diese Kampfausrüstung ist halt noch nicht so wirklich prima, ne? Hm. Ah ja, plus 6. Hm, ja. Können wir auch verschenken für die 20 Golds. Das ist auch kein Vermögen. Das gibt mir Lama-Freizeitarmband. Ja, das ist nichts. Aber das könnte mir jemand schenken. Vielleicht gibt das uns noch mal ein paar Pünktchen. Okay, gucken wir mal, was wir sonst haben von Elsie. Hallo Fred, Benjo scheint sich in einem neuen Zuhause gut zurechtzufinden. Ich habe in der Stadt herumgeschnüffelt und kein Anzeichen des alten Benjo-Verhaltens gefunden. Ich denke, wenn ihn jetzt jemand adoptieren würde, würde er sich wirklich gut benehmen und nicht mehr so eine Bio-Waffe sein. Nur etwas, das man bedenken sollte. Nochmals vielen Dank, Elsie. Bio-Waffe. okay. Willen Sie mir da mal etwas sagen? Keine Ahnung, ich habe keinen Zaunfall Handwerker. Der Forschungsprozess ist fertig. Du kannst die beigefügte Anleitung haben. Sie ist perfekt wie immer. So. Eine Mixer. Wir können jetzt einen Mixer bauen. Okay. Ich kann jetzt so viel bauen, ich weiß gar nicht womit. Ist das Problem. Okay. Gut. Wir können jetzt ganz viel machen und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Das heißt, wir treten jetzt erstmal gegen den Kaktus und denken nach. So. Flömp. Mann, oh Mann, hier gibt es so viel zu tun. Es ist echt der Wahnsinn. Ich würde gerne dieses Ding endlich mal fertig kriegen. Dazu brauche ich diese blöde Bronze. Das ist echt nervig. So. Das ist echt nervig. Hm. Tja. Bronze, Bronze, Bronze. Auch Kupfererz. Das hilft nichts. Hm. Okay, wir müssen also irgendwie nochmal in irgendeine Mine auf jeden Fall. Quatsch, bleib frei. So. Schwapp. Gut, dann begeben wir uns als nächstes zu der nächsten Mine. Und gucken mal, wie wir da weiterkommen. Jo, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier mit unserem Blümchenkamel. Und dann können wir in die Gecko Station vielleicht mal forschen. Da bin ich mal gespannt, was es da gibt. Und da gibt es ja auch neue Monster, wie es aussieht. Kängurus mit Boxhandschuhen. Oh je. Na, Coco, du sagst es. Huhu. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bye bye. Juhu. Bis zum Horizont und noch viel weiter. Boom, da kam er zu.